Diesel. Civic ist wieder da. Also heute ganz speziell, das ist nicht Inside Politics im klassischen Sinne, das ist etwas anderes, nämlich Ice Bucket Challenge. Da drüben ist übrigens der echte Civic. Der bereitet sich schon darauf vor. Ich schaue nur, ob er wirklich auch im Bild ist. Ja, ist er eh. Ich bereite mich davor. Übrigens, dass der Ewald Stadler draufsteht, das ist jetzt nur reiner Zufall, aber das ist nicht ganz Teil der Übung. So, Civic, kannst du kurz nur auf diese Seite kommen? Ganz kurz nur. Und sag mir bitte, ob du mich siehst. Ja, die Wampen sieht man hervorragend. Gut, ja, da ist ein eigener Wampenschutz dabei. Gut. Ja. Aber wenn man dich gern sehen möchte oder so. Ja, dann die Kamera nach oben noch. Boah, da werden sich Leute von den Marketingabteilungen diverser Parteien jetzt wahrscheinlich was einfallen lassen müssen. So, ready? Okay, ready. Gut, Handtuch haben wir keins, weil das machen nur so Luschen wie der George Bush. Ah, ich sollte vielleicht mein Smartphone vorher rausgeben. Schiesel. Entschuldige, Civic. So, ready. Ready? Eisbucket Challenge, Claudio Schiesel. Go. Ja. So, bitte, danke. Bitte. Bitte besucht als.com und für alle weiteren Personen, die ich jetzt aufzähle, gilt es jetzt auch, sich demnächst ein Ice Cube River und Captain by Captain dabei zu schreien. Entschuldigung, das habe ich voll verpasst. Aber das ist jetzt scheißegal. Für alle, die sich jetzt darüber freuen, ich wiederhole es, folgende Personen sind jetzt gechallenged. Philippa Chanda von der Piratenpartei. Alexander Schimmetz von den Monarchisten, Matthias Strolz, Christoph Wawrig, Hannes Jöpstl und Stefan Windberger von Deneos, ich glaube das waren die, dann der Lukas Daniel Klausner und Christopher Clay von der Piratenpartei, Martin Ehrenhauser, Europa Anders, hatten wir auch heuer in der Sendung, Stefano Verluga und Vito Potenza von der Trieste Libera. Territorio Libero now, you are also challenged. Werner Feimann, vielleicht sehen wir uns in der zweiten Staffel. Michael Spindelecker und Ewald Stadler habe ich glaube ich auch interviewt. Ja. Das sind jetzt mal die, die jetzt schon online sind. Die, die noch nicht online sind, das werden wir dann eh sehen. Die werde ich jetzt noch nicht challengen. Fällt mir noch irgendwer ein? Joe Stone. Der sollte auch noch. Und mein lieber Freund Thomas Bartl, den würde ich auch gern einmal challengen. Das wäre auch eine coole Geschichte. Sonst, ja, für Heinz-Christian Strache wäre das einfach zu aufgelegt. Das lassen wir wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt echt niemanden vergessen. Ansonsten alle Interviews, die schon online sind, die Personen sind natürlich alle gechallenged. Ich freue mich drauf, was die Marketingabteilungen diverser Parteien jetzt einfällt. Alles Liebe, schönen Sommer noch und wir sehen uns nächste Woche im Wiener Parlament.